Servus Leute und willkommen zurück zu Transport Fever. So, weiter geht's hier in unserem wunderschönen, idyllischen Wien. Der Blick hinaus in Richtung Norden, in Richtung Linz, würde ich jetzt mal so behaupten, wenn man das irgendwie nach Himmelsrichtungen schattieren kann. Wir haben da im letzten Bad umgebaut und das Ganze werden wir jetzt vor allem probieren, ob das Ganze auch irgendwie hinhaut. Normalerweise sollte es halbwegs klappen und ich hoffe auch, dass das andere sozusagen die Produktion aufnimmt. So, Bretter sind auch angekommen, das wirkt ganz gut. Das bedeutet, hier müsste diese Linie dann auch funktionieren. Ja, da warten schon Bretter immer. Der kann wahrscheinlich noch nicht ganz voll laden, das Ganze. Na, 36 Bretter, da ist einfach da noch die Produktion, halt da ist da noch versuchen, mehr Einheiten abzutransportieren. Ist da ein Vogel? Also der produziert jetzt erst richtig schön. Halt, die müssen sich erst wieder hochfahren, das Ganze. Weil das ja sozusagen jetzt wieder den neuen Weg erst finden muss und so weiter und so fort. Und hier müsste der Bahnhof sein, wo extrem viel Zeug lagert. Und normalerweise müsste der jetzt stehen bleiben. Müsste so viel wie möglich Bretter mitnehmen. Und Eisenerz. Tschack. Und fahrt jetzt los. Perfekt, perfekt, perfekt. Das gefällt mir. Der ladet wieder Bretter ab. Ah, Baumstämme. Und der holt Baumstämme da gleich. Der bringt Bretter und holt Baumstämme. So, das ist einmal, das läuft. Wichtig wäre mir jetzt einmal, dass wir irgendwo eine Ölproduktion anschließen, noch auf die Linie. Nämlich, weil wir hier ein Öllager haben, das jetzt nichts produziert. Und das ist nämlich das Problem. Wir hätten hier das eine. Ist halt ein bisschen problematisch, weil wir eh da so viel haben. Und direkt Anschluss haben. Ich würde gerne schauen, ob wir dann hier oben, nämlich hier hätten wir noch eines. Das wäre auf dem Bahnhof hier. Da müssen wir schauen einmal. Ha, okay, warte mal. Da wäre eigentlich der eine Bahnsteig hier frei und der ganz äußere. Wir haben hier Öl. Ah, da hätte ich auch Öl brauchen. Öl und Getreide. Jetzt ist die Frage, ob ich nicht einmal nur das anbinden soll. Machen wir mal nur das. Warte mal, wie viel haben wir denn da jetzt noch? Dann würde ich den ganz äußersten fast lassen für den da hinten. Oder na, den ganz äußersten nämlich für den, der ist kürzer. Weil den da hinten, die Kohle, weiß ich jetzt noch nicht, ob wir die oder wann wir die anbinden. Dann müssen wir sich noch schauen. Wir hätten da noch 1, 2, 2 frei. Öl kann ich aber zusammengeben auf ein Ding. Ja, da kommt aber Nahrung auch hin. Na, wir machen Kopfbahnhöfe. Wir machen weiterhin Kopfbahnhöfe, so wie wir es eigentlich gesagt haben. So, da kommt ein Kopfbahnhof mit 320 Meter, Oberleitung, Straßenanschluss, Hochgeschwindigkeit, zack, zack, zack. Der wird, der Winkel ein bisschen runter. Ah, wir sind zu weit im Minus. Ich kann eigentlich gerade gar nichts bauen. Halt, der hat schon mal zu passen, aber das Problem ist jetzt einfach, dass die ganzen Linien noch nicht so die Kohle bringen, weil das Ganze erst die Produktion wieder hochfahren muss und wir müssen unbedingt mehr Züge auf den einzelnen Gleisen halt links, rechts einsetzen. Das könnte ich aber relativ easy machen, glaube ich. Oder kann ich das nicht easy machen? Warte mal, habe ich irgendwo... Black. Ich habe hier... Hätten wir auf die rechte, auf die orangen Linie Kreis außen 2, hätten wir, könnte man Züge drauf schicken. Ich würde sagen 5 Stück nochmal. Einen Wagen, Passagiere. Und da waren es jetzt immer die Doppelstock. Scheiße, wir können ja nichts. Fuck. Sorry, dass ich, auf das hätte ich komplett vergessen. Das Problem ist, da wir jetzt voll ins Minus gehen, weil die Produktion irgendwo schwächelt. Ich weiß aber nicht, an was es genau liegt. Naja, oh, ich weiß schon, an was es ein bisschen liegt. Weil sich das jetzt alles ein bisschen zusammenstaut gerade.
irgendwo kommt es mir vor, wie wenn in die eine Richtung, in Richtung Norden, da jetzt gesehen kein Personenzug auch fährt. Oder ich die irgendwie übersehe. Zum Beispiel der steht falsch. Schaut sich das an. Der steht. Achso, oh ja, das ist der untere. Was macht der da? Oh ja, der steht auf dem falschen Kreis. Und blockiert man natürlich die Parklinie. Jetzt muss ich nur schauen, auf welchen Gleis der eigentlich hingehört. Auf den drüberen. Boah, ist das nervig. Auf das habe ich nicht geschaut gehabt. Geil. Und ich kann das. Oh mein Gott. Shit. Kurzerhand stoppen. Verdammter Dreck auch schon. Wir haben jetzt das Problem, die Praglinie hat einen Haufen Kohle gebraucht immer. Jetzt könnte ich ihm sagen, was ist, wenn ich dir sage, verkaufen fahren? Da fehlt mir noch. Oh mein Gott. Da fehlt überhaupt ein Haufen. Da habe ich vergessen, den Ausweichgleis, halt sozusagen die Kreuzfläche zu bauen. Ich kriege den Zug hier jetzt nicht weg, weil ich die Kohle nicht habe. Der hängt mir komplett Prag jetzt gerade lahm. Da wo der teure fährt auch noch. Shit. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das lösen kann. Ich könnte dem sagen, er soll in die andere Richtung nochmal fahren. Halt in Richtung Prag. Ich könnte sagen, den verkaufen. Na, wir machen es anders. Wir hauen die zwei hier, nur sichtbare. Wir hauen die kurzerhand ins Depot hinein. Ja, fahren wir mal. So. Kurzerhand einmal reinfahren lassen. So, jetzt fahrt der eine mal ins Depot, der fährt weg. Und dann stoppen wir den auch gleich noch einmal, wenn er vorbei ist. Ganz kurz stoppen. So. Und jetzt sage ich dem auch ins Depot hineinfahren. Und jetzt sagen wir dem noch einmal umdrehen. Starten. So, also der hat sich hier automatisch umgedreht, schon gehabt. Perfekt, nochmal zurück umgedreht. Fahr herein. So, und jetzt sagen wir dem hier, bitte du fahr ins Depot. Ich muss unbedingt ins Plus kommen, dass ich auf die Praglinie, weil die Praglinie ist die, was mir Geld gebracht hat. Und das mördermäßig viel. Darf ich zurzeit nur einen Zug einsetzen, weil ich kein Ausweichgleis habe. So ein Dreck. So, wo bleibt der? Der kommt da rein, gut. So, du fährst jetzt auf die Praglinie wieder drauf, wie in Prag. Na, wie in Prag bitte. Du wirst verkauft. Dich verkaufen wir auch vorerst einmal. Jetzt muss der eine einmal das Ganze machen, bevor wir zwei gefahren sind. Und wir müssen unbedingt... Was ist da schon wieder das Problem? Ah, mein Gott. Der steht in die falsche Richtung. Ihr seht, und das sind die Probleme jetzt einfach. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wir haben jetzt da überall zwar einen Haufen Züge fahren gehabt und die haben sich jetzt teilweise komplett in die falsche Richtung gedreht. So, der Zug müsste auf der richtigen sein. Ich weiß nicht, warum der nicht weiterfährt da zum Beispiel. Da, ich sehe schon. Da, zack, drehen bitte. Einmal in die andere Richtung, du bist nämlich auch falsch gestanden. Jetzt ist mir natürlich die ganze Ölproduktion eingebrochen. Die Ölproduktion ist aber so wichtig, weil er einen Haufen Kohle bringt und somit steht der verkehrt. Jetzt muss ich schauen, was ist da jetzt noch das Problem. Da ist noch mal einer verkehrt. Kann sein, dass die Linie falsch ist. So, die Produktion Öl von Wien Süd nach Wien und dann nach Oberwien. Oder von Oberwien nach Wien, dann nach Wien Süd. So, die fährt wieder. Aber irgendwas ist trotzdem mit der anderen, mit der Kreislinie.
Scheißding auch schon. Ich muss ehrlich sagen. So, die müsste wieder passen. Die Orangene. Da ist schon der Fehler. Du stehst. Nein, der steht auf der. Verdammter Trecker schon. Das ist das, was ich meine. Wir müssen unbedingt die Wegpunkte anpassen. So, wir müssen unbedingt die Wegpunkte anpassen. Wir werden den jetzt einmal auf der Round und schon nicht zubeißen. Wir werden ihn umdrehen. Jetzt, da habe ich jetzt das komplette Problem wieder. So, da gab es mir den Trick, wenn es mir innen an. Na, da sehe ich aber nicht, auf welcher Linie der ist. Orange. Ich weiß es nicht, ich kann jetzt nur wieder alle aufmachen. Und schauen, ob die in die richtige Richtung fahren. Irgendwie gab es den Trick, dass ich da anzeigen lassen kann. Ah, stimmt, der steht in die richtige Richtung, so war das. So. Der fährt nicht. Okay, weil der da vorne passt. Gut, der ist da, das ist da. Und das war das ganze Problem auch. Dass die teilweise jetzt in die falsche Richtung gestanden sind und somit nicht gefahren sind. Jetzt haben wir natürlich auf dem Kreis außen 1 nur mehr 4 Züge am Fahren. Rechter Kreis, rechter Gleis, rechter Gleis, rechter Gleis, passt. Scheiße. Und das ist das, und da ist ja das, was ich jetzt vertan. Und ich hoffe. Da haben wir schon wieder ein Problem, oder wie? Na, das hat nur so kurz hat nur kurz geleckt. Ihr seht, das wird schön angenommen. Nur sollte ich eigentlich in die andere Richtung auch Zeug fahren. Weil da wird jetzt wahrscheinlich nur Lebensmittel auf die Kreislinie 1. Ist klar, aber ich weiß nicht wie viel. Und für was für Städte halt. Da wird da wahrscheinlich ein bisschen was abgeladen, dann wird schon für die nächste Stadt vielleicht was mitgenommen. Nein, es wird sogar. Naja, fünf Lebensmittel sind für eine andere Stadt. Für welche Stadt weiß ich nicht. Das ist aber jetzt nicht mein Café, das macht eigentlich die Kreislinie. Nur können da viel, viel mehr Züge eingesetzt. Aber es erholt. Ne, wir erholen uns gerade überhaupt nicht. Wir erholen uns gerade überhaupt nicht. Und das Problem ist auch, wir haben viel zu viele Leute in den Bahnhöfen stehen. Halt, wir müssen da unbedingt mehr Züge einsetzen. Ihr seht, das sind alles voll immer. Die ganzen Bahnhöfe. Und das ist das Problem. Halt, wir müssen unbedingt auf der äußeren Linie. Da schaut sich das an, wie viele Leute da stehen in dem Bahnhof. Kreis außen 2, 950 Leute. Halt, das. Mein System, was ich mir überlegt habe mit dem Güternetz, funktioniert. Ist nur jetzt gerade ein bisschen problematisch. Da ist zum Beispiel auch idiotisch. Das ändere ich nachher sofort. Also er fährt da. Eigentlich sollte ich die abreißen, die eine Linie. Weil die fahren jetzt auf die beiden, auf den gleichen. Ist zwar idiotisch, aber hier gehört eigentlich abgerissen, aber ich habe die Kohle nicht dafür. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wenn ich jetzt nachher den Bad beende, weil der Bad ist eh fast zu Ende, ob ich ein bisschen vorspulen lasse und schaue, ob ich Geld bekomme. Oder ob sich das Ganze irgendwie jetzt nachher da ein bisschen ins Negative auswirken wird. Wir haben noch viel zu wenig von den Güterzügen her eingesetzt, die auf der Ringlinie fahren. Weil die sind jetzt nur durch die vielen Zwischenstopps, ja, die bleibt in jedem Bahnhof stehen, brauchen die ganzen relativ ewig und sie haben auch jetzt nicht so viel Cargo-Zeug. Und da ist jetzt die Frage, ob ich die sage, okay, ja, liebe Leute, wir machen da ganze Züge draus oder wir machen viel, viel mehr so gemischte Züge. Die müssen eigentlich fast in einer Kolonne durchfahren. Ihr seht, der ladet sich auf und fährt gleich wieder weiter. Aber der wird voll, der wird mit Holz und Brettern voll.
mit Eisenerz und Brettern. Na, Baumaterialbretter, euer 39. Hat aber noch Baumaterialien dabei und hat Lebensmittel auch noch dabei. Halt, es funktioniert. Das ganze System funktioniert, nur wir müssen das irgendwie. Wir kommen auch schon langsam ins Plus. Ich werde jetzt ganz kurz. Wir werden den Bardo jetzt beenden, ganz einfach. Wir werden davor spulen lassen ein bisschen, dass ich wieder ins Plus bin. Dass ich das Ganze jetzt, das ganze System ein bisschen nachher wieder erweitern kann, weil halt, wir brauchen so, keine Ahnung, 50, 60 Millionen plus. Ich will den Kredit zurückzahlen, das lasse ich kurz mal laufen. Das muss ich jetzt gerade erst irgendwie ein bisschen fangen und ich glaube, das ist fürs Let's Play einfach zu zart, wenn ich dann einfach nur spule und nicht wirklich was machen kann. Weil die Linien funktionieren jetzt wieder und das sollte eigentlich passen. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht bei Transport Fever. Bis dann, tschüss!